Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast mit Petra. Mit Petra habe ich ja schon mal einen Podcast gemacht über den Untersberg. Das Video steht unten sofort in der Beschreibung ganz oben. Und zwar ganz kurz nochmal, damit ihr überhaupt wisst, wer Petra ist. Petra ist also fast seit 10 Jahren unterwegs. Unterbrich mir bitte, Petra, wenn das nicht stimmt, auf Reisen. Im Grunde genommen ist das eine zehnjährige Reise zu sich selbst. Sie ist also sehr weit in der Welt rumgejockelt, wollte ich gerade sagen, rumgereist, um sich selbst zu finden. Und da wir uns sehr viel unterhalten haben, sehr viel super Austausch gehabt haben in den letzten Monaten, ist dann auf einmal rausgekommen, das kam also sehr schnell, dass es eigentlich auch die Suche nach dem weiblichen Anteil, nach dem archetypischen weiblichen Anteil ist, also nach dem archetypischen weiblichen, der archetypisch weiblichen Energie. Und das erste Mal kann ich jedem nur empfehlen, sich das Video vom Untersberg anzusehen. Ist sie wirklich am Untersberg förmlich auch körperlich, weil sie es körperlich gespürt hat? Wirklich auf einmal, stopp, jetzt bleibt es mal 17. Aber guckt euch das selber an, sonst erzähle ich schon wieder viel, viel zu viel davon. Und am Untersberg ist Petra eigentlich gelandet, obwohl sie jahrelang schon immer so eine Beziehung dazu hat, über eine Freundin, aber ja einen Bogen drum gemacht hat, über einen Podcast, den ich mit dem Olli Pracht gemacht habe. Und dann ist Petra vom Untersberg aus, war sie da 10 Tage oder wie lange warst du da, Petra? So ungefähr, ne? Also ein bisschen mehr als eine Woche. Ja, ein bisschen mehr als eine Woche. Und dann ist sie im Grunde genommen, ich sehe das heute so, dass du am Untersberg den Impuls bekommen hast und bist dann in Bad Reichenhall gewesen. War doch Bad Reichenhall, in dem Salzbergwerk, ne? Nee, also in der kleinen Pension, wo ich da war, die haben mir so einen Stadtplan mitgegeben und haben gesagt, also das Salzbergwerk in Berchtesgaden ist ganz toll. Da müsste man unbedingt hin und Bad Reichenhall ist auch ein schöner Ort. Und ich habe das erst verwechselt, dass das Salzbergwerk in Bad Reichenhall ist und bin nach Bad Reichenhall gefahren und habe da aber eben halt nur dieses Museum gefunden, Salzförderung und so, ne? Bin dann aber nochmal zum Wirt und der hat gesagt, nein, das Salzbergwerk ist in Berchtesgaden. Ja, und dann bist du ja, sag mal, als du mir das erste Mal davon erzählt hast, dann ist mir ja sofort die Verbindung zur archetypisch weiblichen Energie aufgefallen, weil es die Menschen, die mein Video kennen, die wissen das ja, die meine Videos kennen, die wissen das ja auch, dass ich das unheimlich wichtig finde, dass die archetypisch weibliche Energie endlich wieder auf dem Spielplatz des Lebens mitspielen darf, und zwar völlig gleichwertig. Diese Jahrtausende unterdrückt. Und da wir uns ja gerade in den letzten Monaten sehr häufig ausgetauscht haben und dann immer mehr rauskam, dass eigentlich deine ganzen Reisen, und das Schöne ist ja, dass du eben ein Gefühlstagebuch auch gemacht hast. Und das waren ja keine kurzen Reisen für die, die es eben nicht wissen. War ganz kurz nur ein paar Stippvisiten. Petra ist also 8 Monate lang mit dem Auto ganz alleine durch ganz Europa gefahren. Immer auf der Suche nach sich selbst, ist immer alleine über den Jakobsweg gegangen, ist durch den Grand Canyon, also ich weiß nicht, wie lange warst du in den USA unterwegs? 3 Monate. 3 Monate durch ganz USA, immer allein und immer auf der Suche nach sich selbst. Und dann war sie noch am Sinai, die war auch auf der Sonnenpyramide mal irgendwann, auf jeden Fall schon ganz schön stark auf der Suche. Und immer alleine und hat immer ein Gefühlstagebuch gemacht, wie sie sich gefühlt hat, so an den jeweiligen Tagen. Und nur das nur ganz kurz vorweg, damit jemand, der den Podcast hier sieht, überhaupt weiß, worum es geht. Und dann hast du also den Impuls bekommen, am Untersberg, als du da endlich gelandet warst, nach dem Podcast mit dem Olli, hattest du auf einmal den Impuls, ich fahre jetzt sofort zum Untersberg. Ich war ja total überrascht, als du 2 Tage später auf einmal gesagt hast, nach dem Podcast mit Olli, ich bin am Untersberg. Das war im Winter. Und hast dann da am Untersberg im Grunde genommen den Impuls bekommen und bist dann nach Berchtesgaden in dieses Salzbergwerk. Und wäre vielleicht ganz schön, wenn du da mal erzählst,
wo ich damals sofort gemerkt habe, als du mir gesagt hast, boah, das ist ja ein Ding. Naja, ich fange mal einfach von vorne an. Wie geil landet denn am Untersberg? Nicht die ganze Geschichte, sondern am ersten Tag, wenn man ankommt, habe ich den Wirt gefragt, was er mir empfehlen kann, so an Wanderungen und solche Sachen. Und da sagt er, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, dass das Salzbergwerk total interessant ist. Und ja, aber war für mich denn nicht so spannend, ne? Und ich muss erstmal ein paar andere Wanderungen machen. Und war tatsächlich so, dass ich das Salzbergwerk am allerletzten Tag besucht habe. So lange habe ich das wieder vor mich hergeschoben. Und weil es auch geregnet hat, habe ich gedacht, ja, heute ist eigentlich nicht mehr so viel. Na gut, ich fahre mal zum Salzbergwerk. So, bin früh los und Parkplatz gesucht und da habe ich schon gemerkt, oh, ich will mich wieder drücken vor Parkplatzgebühr bezahlen und solche Sachen. Habe es dann aber trotzdem gemacht. Bin dann reingefahren und hingelaufen und war die erste Tour in diesem Bergwerk. Da bekommt man, man geht rein mit einer Schleuse, bezahlt Ticket vorher natürlich. Und dann merkte ich schon, ich bin ein bisschen aufgeregt, ein bisschen merkwürdig ist das hier alles. Man kriegt so eine schwarze Kombi, sag mal, so ein Anzug. Man muss seine ganzen Sachen abgeben. Man darf kein Fotoapparat, nichts. Man wird alles in ein Schließfach eingeschlossen. Und dann wurde man geführt auf so eine Bahn, die ins Bergwerk führt. Das heißt, da gibt es eine Bahn. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja, bitte. Und zwar, das, sagen wir, das ist mir sofort aufgefallen. So ist das ja, entstehen ja immer aus unseren Gesprächen, aus unserem Austausch. Weil mir gerade aufgefallen ist, dass du gesagt hast, du musstest vorher alle Sachen abgeben. Ja. Du warst nur noch ganz Petra, die Frau. Ja. Ja, so, und jetzt kannst du weitererzählen. So, und da gibt es also diese Bahn, die aus verschiedenen Wägen besteht. Auf diesem Wagen, sag mal, ist eine Bank, wo man sich, ich sag's mal, einfach breitbeinig draufsetzen muss. So, da habe ich mir gedacht, Gott, das ist aber komisch hier, boah. Also, war mir im ersten Moment sehr unangenehm, ja. So. Ja, das ist ja, sagen wir, an dem Bild, sagen wir, da sieht man ja, das ist ja wie so ein, ja, eigentlich wie so eine Schienenbahn, so ähnlich, nur aus Holz. Ja. Ne? Und da hast du ja dann, du warst nur ganz Frau, ganz Petra, hast alles abgegeben oben und saßt auf einmal breitbeinig auf dieser Holzrutsche, sag ich mal. Nee, das und war die Bahn dann, ja erst. Bist dann in den Schoß der Erde gerutscht. So. Ich bin erstmal losgefahren, wir sind erstmal losgefahren und da gibt es dann verschiedene Stationen, wo die Bahn anhält. Und der Fahrer, der erklärt zwischendurch ein paar Sachen. Aber ich habe gemerkt, dass in mir im Körper irgendwas passiert oder geschieht, was ich aus früheren Jahren als ganz junge Frau kenne. So in den ersten Tagen, wenn sich der monatliche Zyklus ankündigt sozusagen. So fing das eigentlich an, es war mir so unangenehm. Boah. Der fuhr immer weiter und dann nach ein paar Minuten Fahrt sind wir an einer Holzrutsche angelangt, wo die Bahn aufhört. Wir sind durch ein paar Gänge gelaufen und er hat uns dann zu einer Holzrutsche geführt. So, da darf ich die nochmal unterbrechen? Ja. Sag mal, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen das dann nicht mit dem monatlichen Zyklus. Da hast du ja nichts mehr mit dem Hut, oder? Nee. Ja, ich bin eben, das ist ja, ja, das ist ja wichtig für die Information. Ja, nee? Gut. Ich bin 57 und habe durch bestimmte Lebensereignisse diesen Zyklus seit 15 Jahren nicht mehr. So. Der findet bei mir nicht mehr statt. Aber das Gefühl war so weit von präsent, dass ich es einfach nicht ignorieren konnte, sozusagen.
jedenfalls weiter zu der Holzrutsche. Das waren zwei Rutschen, zwei Holzbahnen, sagen wir, die in. Ja, ja, ich sah ein Bild drin. Genau, die in diese, in die Tiefe des Bergwerkes führten. Und man konnte laufen, die Treppe runter, aber auch rutschen. Und wir alle, die auf dem Zug gesessen haben, wir haben uns alle für das Rutschen entschieden. Und immer paarweise, aber da ich alleine war, hat mich eine Familie angesprochen, ob ich denn nicht mit wollte. Und ich saß dann da mit. Und ich sag mal, ab ging's. War so interessant. Dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes in den Schoß der Erde gerutscht. In den Schoß der Erde gerutscht. Und da war das Gefühl so präsent, als wenn jeden Moment wirklich der monatliche Zyklus beginnt zu fließen. Oh, und ich dachte, Gott, ich habe wirklich das Gefühl, ich muss jeden Moment sofort auf die Toilette und meine Unterwäsche wechseln. So hat sich das angefühlt. So, ich kann es gar nicht beschreiben, aber wer als Frau zuhört, der kennt dieses Gefühl. So. Es war mir so unangenehm und es ging weiter. Ich hielt die ganze Zeit während der Besichtigung an, diese Gefühl der, es ist ja auch eine gewisse Offenheit, die für mich nicht kontrollierbar war. Und ich habe es auch dann ja nicht mehr versucht. Zuerst wollte ich, aber dann dachte ich, nee, lass es mal sein. So. Und dann habe ich einfach so sein lassen, wie es ist. Ja. Und ich konnte es im ersten Moment gar nicht irgendwie deuten. Mir war nur ein unangenehmes Gefühl nach wie vor, also bis die Besichtigung auch zu Ende war und wir dann noch ein bisschen erzählten mit dem Lokführer da und auch danach noch, als ich wieder in der Pension war, war das immer noch da und ging irgendwie nicht weg. Erst nächsten Tag wurde es schwächer. Ja, ich konnte mit nichts irgendwie von der archetypischen, typischen Weiblichkeit zusammenbringen. Also es war mir gar nicht bewusst, was das ist. Ja, ja, das haben wir ja, sagen wir, im Gespräch. Ich habe das sofort gemerkt. Das hat eben damit zu tun, weil ich mich eben so intensiv damit befasst habe. Und dann sehe ich das sofort. Mhm. Und es ist ja auch sehr merkwürdig, dass ich genau da, in dieser Situation und dann ein paar Tage, nachdem du am Untersberg warst, und da eigentlich der Untersberg gesagt hat, jetzt bleib mal stehen. Du bist ja 10 Jahre wirklich fast nur in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Mhm. Oder ist ja dann am Untersberg dann die Erfahrung, dass du eben, dass der dich quasi, dass du dich einfach nicht bewegen konntest. Ja, und du bist ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange das vorher war, wo du in den USA warst, am Mount Shasta. Der Mount Shasta, der repräsentiert ja so das Wurzelchakra. War im Oktober 2017, also im letzten Jahr. Grund der Reise war, um das kurz zu machen, meine Idee war, weil ich Zeit hatte, wollte ich mich mit den Chakren der Erde beschäftigen und im Zusammenhang mit meinen eigenen Chakren, weil ich gespürt habe, die sind nicht, wie man so schön sagt, die laufen nicht rund. Oder sie sind verschlossen. Das fühlt sich blockiert an. Hallo? Ja, ich höre dich schon. Ja. Ja, irgendwas war hier eben weg. Es fühlt sich blockiert an, es fließt nicht frei. Also habe ich gedacht, habe gelesen über den Mount Shasta und mir Reiseberichte und Videos angeguckt und habe gedacht, so, das tue ich jetzt. Ich möchte zum Mount Shasta, da ich sehr gerne wandere. Habe ich gedacht, bietet sich an, bin da hingeflogen, habe mir ein Auto gemietet dann und bin dorthin und wollte zum Berg hinauf zum Mount Shasta und ging nicht, weil es plötzlich geschneit hatte. Also musste ich ganz unten anfangen an dem ersten Trail. Ja, da bin ich dann rumgelaufen und dann nach ein paar Tagen konnte ich bis auf 8000 Fuß und habe mir immer erhofft, ja jetzt müsste ja nur eigentlich mal die Öffnung der Chakren passieren. Aber es kam nicht, es kam gar nicht, überhaupt nicht. War zwar schön die Wanderung, aber es ist jetzt nichts irgendwie so Besonderes.
in diesem Moment wohl erwartet habe, ist es einfach nicht geschehen. Wir haben uns ja da schon darüber ausgetauscht, schon öfters. Da ist mir jetzt sofort aufgefallen, das archetypisch Weibliche ist ja immer verbunden mit nach innen und unten. Und der Mount Shasta ist genau die andere Richtung, nach außen und nach oben. Und das Salzbergwerk führt genau nach innen und nach unten, symbolisiert sowieso das Salz der Erde, symbolisiert sowieso schon die archetypisch weibliche Energie. Mir kommt das so vor, als du mir das erzählt hast, als wenn auf einmal, ich sag mal, durch dieses Salzbergwerk, was ja schon durch den ganzen Aufbau, dass das in der Erde ist, im Schoß von Gaia, als wenn da diese große archetypisch weibliche Energie bei dir, wie so eine Stimmgabel, als wenn auf einmal bei dir wieder was angefangen ist zu schwingen, was ja im tiefsten Urgrund das Weibliche ausdrückt, nämlich der weibliche Monatszyklus. Ja, es war auch nicht kontrollierbar, überhaupt nicht. Es ist einfach und wie soll ich sagen? Also es war einfach wirklich nicht kontrollierbar oder steuerbar. Ging nicht. Also, ja, vor allen Dingen. Sag mal, das ist ja jetzt schon, das war ja Anfang des Jahres. März. Und, ja, und wenn du dir mal so dein Leben anschaust, was sich von dem Moment an geändert hat. Denn du warst ja die ganzen Jahre, das ist dir ja selbst auch gar nicht aufgefallen, sondern das ist auf einmal so, wie so oft, in unserem Austausch aufgetaucht, weil mir das aufgefallen ist, wenn du das erzählt hast. Du hast ja in den ganzen Jahren eigentlich, also für dich erstmal gar nicht so gemerkt, dass du auf der Suche nach der archetypisch weiblichen Energie warst, die du natürlich mal bei hattest. Ich schätze nicht, dass du die zu Hause gelassen hast. Und sicher nicht. Nee, und das auf einmal so durch diese ganzen Schritte, so wie Puzzlestücke, die sich im Nachhinein ganz deutlich so zusammenfügen, dass dann der Impuls vom Untersberg kam und dann ist auf einmal das archetypisch Weibliche. Und das ist, sag mal, ich habe jetzt so lange geübt, Menstruation. Ja, ich kann jetzt aber schon fehlerfrei sprechen. Ein paar Wochen geübt und klappt schon. Gut. Es gibt ja nichts, was dieses archetypisch Weibliche auch mit Gaia in Verbindung bringt. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten, dass ich bin auch dabei, ein Video zu machen, weil bei den Indianern war die Frau ja heilig, gerade wegen der Menstruation, weil die Frau ist deshalb heilig, weil die Gaia verkörpert die Reinigung. Und seitdem das wieder angestupst ist, du wieder erinnert worden bist, dann ist dir auch aufgefallen, wie sehr du das aus deinem Leben ausgeklammert hattest. Ja. Wie das ja jede Frau macht, schon alleine mit, dass es gerade dieses Gefühl der Menstruation war. Ein bisschen hapert es noch. Dieses Gefühl, was ja in der westlichen Welt ganz anders als bei den Indianern nicht als heilig angesehen wird, sondern eher etwas, was man am liebsten ausklammert. Beziehungsweise nicht Mann, sondern Frau. Ne? Eben. Deswegen, für mich war es erschreckend, hinterher festzustellen, dass es mir unangenehm war, dieses Gefühl. Das war mir unangenehm. Das war ja nicht angenehm oder herzlich willkommen heißen. Nee, das war mir unangenehm. Und das war sehr erschreckend im Nachhinein für mich, das zu beobachten, dass es unangenehm ist, obwohl es ein absolut natürlicher Vorgang und Prozess auch ist. Ne? Ja, natürlich. Das ist ja was Heiliges im Grunde genommen. Das war ja der Grund, weshalb das, nachdem die weiße Büffelfrau dann eben bei den Lakota da war, da hat sich das durch die ganzen Indianer Stämme so durchgezogen. Heute kennen ja fast alle Indianer, oder heute kennen vielleicht gar nicht mehr alle Indianer das, aber früher wusste das jeder Stamm. Und deshalb wurde eben ja da die Frau als heilig angesehen, gerade wegen der Menstruation, was aber hier in der ganzen westlichen Welt seit Jahrhunderten verteufelt wird fast. Und versteckt und ja. Weil wir haben als unnatürlich
vielleicht gesehen wird oder als, als ja, nicht schön einfach. Ne? Ja klar, wir haben ja dann... Also von vielen Frauen auch als negativ betrachtet und auch gewertet ganz oft. Also aus den Gesprächen, die ich so kenne in der näheren Nachbarschaft und Familie, oh Gott, jetzt geht das wieder los. So. Ja klar, diesen Unterschied, sagen wir mal, diesen Unterschied, ich sag mal, gerade zur Indianerkultur, also den nordamerikanischen Indianer und der westlichen Welt, der wird also, wenn man sich einfach mal ein bisschen tabulos über das Thema Menstruation unterhält, dann wird der ganz deutlich und dann wird auch, ja, ich weiß nicht anders, wie ich das sagen soll, das Leid, das eigentlich in der westlichen Welt seit Jahrhunderten für Frauen damit verbunden ist, das wird ganz deutlich. Weil wir hatten ja den Anschluss im Grunde genommen ausgelöst durch den Untersberg und dann durch deine Erfahrung im Salzbergwerk. Kannst du nicht jetzt noch entsinnen, wo wir mal dieses tolle Gespräch, habe ich noch nie geführt, so. Ja, normalerweise unterhält man sich auch nicht so darüber, weil es eben so ausgeklammert ist. Aber wir hatten mal so ein ganz tolles Gespräch über die Menstruation, auch was das für eine Frau überhaupt bedeutet, dass es eben wirklich viele Frauen gibt, die werden am liebsten in diesen Tagen, die im Monat, werden die überhaupt nicht da, gar nicht existent. Was das aber so auf tieferen Ebenen bedeutet seit Jahrhunderten, das ist schon erschreckend. Weil die meisten verbinden das mit Schmerz und Negativität und irgendwie es fühlt sich schmutzig an oder ich weiß gar nicht so richtig, wie ich sagen soll. Also ich kenne das aus der Familie, dass jetzt keine Namen sagen oder so. Nee. Dass die Menschen in der Familie, die damit zu tun haben, denen es einfach nicht gut geht, Jalousie runter. Ja. Und am liebsten sind sie nicht da und alles ist schlecht. Und Gott, und das alle 4 Wochen wieder, da wird so ein Druck aufgebaut, eben genau Druck, der das alles verkrampft und Schmerz auslöst. Ich weiß ja nicht, wie ich das jetzt weiter erklären soll. Also so ist es mir zugetragen worden, dass es so ist und das alle 4 Wochen und hoffentlich ist es bald vorbei. Hoffentlich ist es bald vorbei und zu Ende und hoffentlich habe ich das bald nicht mehr. So. Ja klar, aber wenn ich sage, hoffentlich habe ich das bald nicht mehr, das ist ja eine totale Ablehnung von sich selbst, von dem archetypisch Weiblichen. Das war ja ein langes Gespräch, was wir da geführt haben. Das tauchte auf einmal so auf. Das war ganz toll. Das hätten wir eigentlich aufzeichnen müssen. Ich wollte das sagen, leider nicht aufgezeichnet. Nee, wie bei so vielen Gesprächen, die wir so führen. Ja. Aber da war das ja eben auch, weil wir uns darüber unterhalten haben, weil ich mir ja selbst auch noch nie so Gedanken darüber gemacht habe, weil es einfach so in unserer westlichen Zivilisation angeblich das völlig ausgeklammert ist, das Thema. Mhm. Und weil wir uns ja auch dann darüber unterhalten haben, was das für ein junges Mädchen bedeutet. Bei den Indianern war es ja anders. Wenn das Mädchen das erste Mal den Monatszyklus bekam, die hatten also in vielen Stämmen hatten die so eine extra, so eine heilig, das war aber heilig, die waren nicht ausgeschlossen, sondern die wurden dann ganz besonders geachtet. Und begrüßt. Also ältere Frauen, die haben eine Feier gemacht und haben das Mädchen eingeführt. Genau. Diesen heiligen Prozess. Das bedeutet, ist natürlich dann für ein junges Mädchen was ganz anderes, wie du mir das erzählt hast. Oder was hier so in Deutschland so üblich ist, ne? Also, was ich selber gelernt habe, ne? Ja. Und das ist natürlich, was das aber für Konsequenzen hat, weil das geht ja schon seit Jahrhunderten. Auch, wie du vorhin sagtest, Wenn Frauen, viele Frauen, mit Sicherheit, ich kenne das ja auch, ich war auch zweimal verheiratet und ich bin ja auch nicht von irgendwie vom Mars, sondern immer noch von dieser Welt. Und ein Glück. Und ja, und dass das wirklich dann, das ist ja immer eine Unterbrechung, wie soll denn da bei einer Frau wirklich ein Lebensfluss entstehen, wenn da immer ein paar Monate im Monat sind, wo sie am liebsten nicht da wäre, sag ich mal ganz generell. Ja, ein paar Tage nicht da. Also manchmal durch meine eigene Erfahrung ist es
wenn ich mir selber dadurch keinen Druck aufgebaut habe, war der Zyklus viel, viel kürzer. Manchmal 4 Tage, manchmal 3 Tage. Und wenn der Druck aber mehr kam von außen, dann eben halt 10 Tage. Dann geht es wieder von vorne los. Ne? Und da ist man schon, also kann nur von mir sprechen, als Frau ziemlich genervt. Ja klar, wir haben uns ja auch über Ängste unterhalten, die damit verbunden sind. Dass viele Frauen vielleicht, dann haben sie es endlich geschafft, sag ich wieder. Ja klar, sagen wir, dürfen wieder am Leben teilnehmen. Das ist, und dann nach einer bestimmten Zeit, ich sag mal, wenn der Monatszyklus wieder ganz natürlich, ich sag jetzt mal, nächste Woche ins Haus steht, dann haben die schon Ängste, dann geht es wieder los oder so, dann verkrampfen sie sich schon vorher. Was das eigentlich so auf so einer ganz tiefen Ebene, du weißt das bestimmt sogar noch besser, weil du bist ja Atemtherapeutin und Transformationstherapeutin und Schneidermeisterin, das darf ich nicht vergessen, ja. Weil ich ja so begeistert bin von den tollen Sachen, die du machst. Ja. Ich setze auch mal, unter die Videobeschreibung den Link von Etsy, weil das ist einfach super, was du machst, finde ich. Und aber vielleicht noch eins dazu, wenn man das ablehnt, dann ist es ja ein absolutes Ablehnen der Weiblichkeit. Das ist mir erst ganz viel später, erst durch die vielen Gespräche bewusst geworden, das ist ja kein Empfangen. Das ist ja ein Wegstoßen. Ne? Ja, klar. Ich empfange den Zyklus ja nicht. Ich warte ja nicht darauf. Vielleicht schon, aber mit Angst. Angst besetzt. Ja. Oh Gott, jetzt geht es schon wieder los. So. Und nicht, es bewegt sich was, es zirkuliert, der Kreislauf beginnt wieder neu und so. Nee. Also wir haben es nicht so, ich habe es selber nicht so gelernt. Ich habe es gar nicht gelernt. Ich glaube nicht, sag mal, ich habe ja auch 2 Schwestern. Ich glaube nicht, dass das überhaupt jemand lernt, so in, oder ganz, ganz wenig in Deutschland. Genau. Oder so in das Frausein erstmal überhaupt eingeführt, sodass es was Besonderes ist, ne, wenn Frau zu werden oder wenn Mann eben Mann zu werden, das ist ja auch was Besonderes. Aber in dem Moment hat man das, wurde das negativ besetzt und so blieb es dann auch. Irgendwie. Aber dieser Besuch in dem Salzbergwerk, so im Nachhinein betrachtet, der hat ja einiges, wie du schon vorhin sagtest, tatsächlich in Gang gesetzt und zur Ruhe kommen lassen. Dieses Lassen ist ja auch was Empfangendes, es geschehen zu lassen. Ja klar. Ja? Dann guck dir mir das mal an, Petra. Sagen wir, im März warst du da am Untersberg und in dem Salzbergwerk in Bad Reichenhall. Ja. Und was sich in der Zeit getan hat, was du dann, als wenn das wirklich so ein starker Anstoß gewesen ist, weil du hast ja auch, ich glaube schon, dass ich das so sagen kann, weil wir uns ja viel ausgetauscht haben, du hast ja dann auf einmal so bei dir auch festgestellt, auch in der Sprache, im ganzen Verhalten, wie sehr du das selbst aus deinem Leben ausgeklammert hast, diese archetypische Weiblichkeit. Das ist vielleicht für die Zuhörer auch noch wichtig, weil du bist ja immer das so für in der Öffentlichkeit gewesen, was so unter einer taffen Frau verstanden wird. Du hast 2 Firmen, glaube ich, gehabt, ne? 2. Ja. So. Ja. Ja, ja, so. Und dann immer Attacke, 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 hast immer deinen Mann gestanden. Ja, eine bestimmte Situation im Leben hat mich einfach dazu gezwungen. Aus meiner Sicht ist es so. Ja. Ich musste. So und so ist es einfach geschehen, 20 Jahre lang. Und ja, ich habe manchmal tatsächlich nicht mehr gewusst, durch das viele Arbeiten. Mein Sohn kann das irgendwie bestätigen. Ja, bin ich jetzt noch Mann oder bin ich Frau? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ja, ja, und sag mal, und dann ist, also uns. Vergessen, ne? Ja, klar. Ja, sicher. Und sagen wir, so durch den Austausch, und mittlerweile hat sich das ja eben rauskristallisiert, dass das für uns beide sehr wichtig ist,
deswegen haben wir uns ja auch zu diesem Podcast hier entschlossen, das mal ein bisschen bewusster zu machen, sag ich mal, weil dir ist ja auch aufgefallen, in der Sprache, so bei unseren Gesprächen, wie du das auch in deiner Sprache und in dem ganzen Verhalten, was dir natürlich völlig normal vorkam, weil du ja immer deinen Mann gestanden hast, das sagt schon alles in der Sprache. Ja. Dass du das gar nicht gemerkt hast, wie du das selber immer ausgeklammert hast. Sicherlich, klar. Als Kind als Kind schon gesehen, dass Mutter immer gemacht hat. Machen, 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 machen. Und sie ist heute 94 und sie macht immer noch. Sie macht immer noch. Ja klar, das ist so nicht auch. So habe ich es als Mädchen, als junge Frau nicht anders kennengelernt. Das Machen, ja, ein Produkt. Immer tun, ist männlich, musst du machen. Ja. Nicht geschehen lassen oder so. Nee. Einfach weitermachen, immer weitermachen. Ja. Ne? Ja klar, ich kann mich nur in den Sinn, wo wir uns unterhalten haben. Wo das also immer mehr, mittlerweile ist das ja so bei uns im Austausch, sind viele Sachen einfach wieder natürliche Sachen. Die sind einfach wieder da und die sind auch recht einfach, wenn wir uns so austauschen. Mhm. Und glücklicherweise. Das ist ja auch dir aufgefallen, dass es immer dieses Tun ist. Das archetypisch Weibliche, das kann auch jeder, der sich mal mit Yin und Yang Qualitäten oder so befasst hat, kann sofort nachlesen. Das archetypisch Männliche wird ja mit Tun verbunden. Und das archetypisch Weibliche mit Sein, also mit Sein und Empfangen. Ist ja jeder, der weiß, wie ein Baby entsteht, ja, der weiß, der braucht sich nur diesen natürlichen Prozess angucken, wie ein Baby entsteht, ein Kind, dann sieht er das sofort. Ich kann mir nur einen Sinn, wie du gesagt hast, ja, wo wir uns da über das Sein unterhalten haben, über das archetypische Frausein, das Weibliche, dass von dir automatisch die Frage kam, ja, was kann ich denn da jetzt tun? Ja. Ja. Dass wir so in unserem Austausch, wenn wir nicht so festgestellt haben, was das eigentlich für ein Wahnsinn ist, Das ist total irrsinnig. So fühlt sich fast wie fremdgesteuert an oder jetzt total neu. Als wenn ich mir neue Schuhe kaufe und mache jetzt meine ersten Schritte irgendwie als Frau. Ich weiß schon, dass ich eine Frau bin, aber im Moment, die letzten 20 Jahre, habe ich das irgendwie völlig ausgeklammert. Und mir war das ja nicht bewusst, dass es da noch eine ganz andere Energie gibt. Ja klar, aber das ist aber eben nicht nur bei Frauen so. Ich merke das ja in unserem Austausch auch. Ich habe das heute noch gedacht. Ich wusste ja, dass wir den Podcast machen über dieses Thema. Dann habe ich so gedacht, ich war zweimal verheiratet. Und ich weiß auch, wie eine Frau aussieht. So. Und dann habe ich so gedacht, ich war zweimal verheiratet, ich habe ja Kinder. Aber alles so, wie es so zu funktionieren hat, wie wir es alle lernen. Über diese Themen, über die wir uns austauschen, über das archetypisch Weibliche und das archetypisch Männliche, und zwar nicht so theoretisch in irgendwelchen rosaroten Konzepten, weil auch über die weiße Büffelfrau, da gibt es einen Haufen Glitzergifts, aber das hat eben nichts mit dem Ursprung zu tun, wo das wirklich herkommt. Dass ich dann gedacht habe, ich habe auch über so wie wir uns austauschen, da gibt es doch keine Bücher darüber, da hörst du auch nichts von. Das ist einfach so, wie aus dem öffentlichen Raum ist das ausgeklammert, das existiert nicht. Wenn wir dann aber angefangen sind, so auf die Sprache zu achten, dann sagen wir das eigentlich immer, diese natürlichen Prozesse, die dem zugrunde liegen. Und wenn du dir, sag mal, das hast du ja auch gemerkt, ausgelöst durch den Untersberg. Du hast da jahrelang einen Bogen drum gemacht. Ne? Und auf einmal bist du ja wie vom Magneten angezogen. Weil du warst ja zwei Tage später oder so warst du ja schon. Ja, zwei Tage später. Ja. Und dann bist du auf einmal wieder in direkten Kontakt gekommen mit deiner archetypischen Weiblichkeit.
Und dann hast du das immer mehr so gemerkt, so im Alltag. Und hast dich immer mehr erinnert eigentlich. Das war ich dann nur ein Erinnern. Aber du brauchst... Ja, es ist ein Erinnern, mir war gar nicht bewusst irgendwie, wonach ich suche. Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe immer gesucht, gesucht, gesucht und wusste nicht, wonach. Ne, dieses muss ich noch tun. Ich muss zum Mount Shasta, da muss ich hin, das Wurzelchakra öffnen und all diese Sachen. Und nach Peru muss ich noch das nächste Chakra öffnen und dann geschieht es hier einfach mal in Deutschland. Wurzelchakra geöffnet. Ja klar, sagen wir, wenn, sagen wir, ich kenne jetzt so einige von deinen Reisen, hast du mir ja schon von erzählt. Und dann war das, weil du auch gerne Fotos machst. Du hast ja, ich weiß nicht, wie viel, 10.000 Fotos du gemacht. Mindestens, gefühlt mindestens noch mehr. Oder mehr. So. Und weil aber jedes Mal zum Beispiel, wo du mir das da erzählt hast, wo war das nochmal, wo du die Wale da fotografiert hast? In Monterey, in USA, zwischen... Ja. Zwischen San Francisco und ja, dann hast du mir ja von Monterey erzählt, wie du die Wale da fotografiert hast oder wie du am, wo war das, am Sinai, wo du bei den Beduinen warst? In St. Catherine. Wo? In St. Catherine, am Katharinenkloster am Mosesberg. So, und ich habe das dann immer, weil ich das eben so wichtig finde, weil ich davon ausgehe, wenn die archetypisch weibliche Energie wieder gleichwertig auf dem Spielplatz des Lebens mitspielt, dann sieht die Welt ganz anders aus. Wenn morgen früh alle Frauen so wach würden und die archetypisch weibliche Energie wäre wieder völlig präsent, völlig gleichwertig, dann sähe übermorgen die Welt anders aus. Und deswegen, weil das ist mir eben wichtig. Kennt ja vielleicht auch der eine oder andere, sagen wir, vom kreativen Quantenbewusstsein mit der inneren Göttin, weil es einfach wichtig ist. Und weil ich glaube, sagen wir, wenn die nicht wieder auf den Spielplatz des Lebens auftaucht, dann sieht es schlecht aus mit der Zukunft. Es ist ja auch nicht so, dass sie besser oder schlechter ist. Das sind ja zwei völlig gegensätzliche Kräfte, die sich aber ergänzen. Die müssen beide da sein. Weil das Yin- und Yang-Zeichen, das ist weder ganz weiß noch ganz schwarz. So. Und das symbolisiert das ja. Und dann ist das ja so im Gespräch, so bei der Unterhaltung, ist, weil du das ja auch selber dann in den Worten immer gesagt hast, ist mir das aufgefallen. Ob das ja in Monterey bei den Wahlen war oder da, wo du mir erzählt hast, wo du da nachts in eine Wüste gelegen hast, ich sag das mal so ganz lax, wo du nachts in der Wüste gelegen hast und den Sternenhimmel angeguckt. Da warst du immer, hast du dich immer ganz hingegeben und dich dem Leben ganz geöffnet. Und das war ja schon in der Sprache, war das schon klar, dass das die archetypisch weibliche Energie ist. Weil besser kann man das ja nicht ausdrücken. Ne? Aber ich sag mal, gerade diese Momente, die kennen bestimmt ganz viele, können das aber nur damit nicht in Verbindung bringen, wo man sich total, wo man total versinkt. Ne? Man ist klar, so, da ist es wieder unten. Ja, man versinkt ja. Irgendwie. Und je mehr mir das bewusst wird, sinkt es immer, fällt mir gerade so ein, ja. Immer mehr in den Körper, in das System. Es sinkt immer mehr runter und schiebt andere Schichten einfach mal hoch, die rausgelassen werden wollen oder die schon lange irgendwie runtergedrückt wurden. Aber jetzt ist es halt irgendwie, kommt mir gerade so vor, nicht mehr kontrollierbar. Ja, weil das war, ist ja auch so im Laufe der Monate, wo du auf einmal gemerkt hast, das, aber du hast es ja später erst gemerkt, nachher immer. Das lässt sich gar nicht kontrollieren. Und weil du das gerade sagtest, mit dem dann sinkt das so, als wenn das im System, sagen wir so im Geist-Körper-System, von so einer hochgedrückten Ebene, was so archetypisch weiblich ist, unten, das wird auch mit unten verbunden. Mit unten und mit innen und mit empfangen. Als wenn das, du hast, wenn das, als wenn das dann so nach unten sagt, du hast ja auch jetzt schon viele Male erlebt, dass das ist dann kein Denken, sondern auf einmal ist es klar wieder. So. Ja, war mir nicht bewusst, aber dass es archetypisch weiblich ist. Ich habe es einfach nur erlebt und beschrieben in meinen Tagebüchern und fand dann diese Momente, die haben sich dann irgendwie, wurde das immer öfter,
kam. Das war nicht nur einmal so ein Blitz im Jahr, nee, das war dann schon öfter. Und auf den Reisen ist das, wenn ich in einem anderen Land bin, habe ich das ganz oft, dass es eben so schöne Momente gibt, wo ich dann sage, boah, da kann ich einfach sein, ob das Griechenland war, da in dem Mühlental oder so, da, das war wirklich ein schönes Gefühl, so einfach da zu sein, und da laufen dann einfach mal auch Tränen oder so, das kommt einfach raus. Ja, klar, das ist ja auch, das ist ja menschlich. Ne? Wenn es schön ist, ja. Und kann man gar nicht schreiben, wo es herkam, ne? Ja klar, und sagen wir mal, wenn ich aber auch sehe, was sich im Außen getan hat. Du bist ja jetzt, diese ganzen Jahre, wo du da deine Reisen gemacht hast, auf der Suche nach dir selbst, da steckt dir ja auch immer so der Wunsch dahinter, eben aufgrund von, dass du die Firmen und das alles aufgegeben hast, sag ich mal, das gehört ja nicht hin, und dass du auf der Suche warst, nach dem Punkt, schon alleine das ist wieder, das sagt wie alles, nach dem Punkt, von wo aus du im Leben dich entwachst sein darfst, schon alleine dieses sein darfst, ist wieder bescheuert, sein kannst, Raum hast, um Raumweite wieder um dich zu entfalten. Das ist mir gerade eingefallen, wie immer bei unserem Austausch später. Jetzt guck dir mal an, sagen wir von der Reihenfolge, dem Prozess. Jahrelang bist du auf der Suche nach dir selbst gewesen. Irgendwann hat der Untersberg gesagt, so, jetzt reicht's, komm mal her. Hinsetzen, weil du dich ja nicht mehr bewegen konntest. Ja. Und dann bist du ja geführt worden da in das Salzbergwerk, in den Schoß von Gaia, hinabgerutscht, aufgenommen, also nach innen hinein. Ist schon klar, dass wir es ja im Mount Shasta nicht finden. So. Es sei denn, wie es ein Vulkan, kannst du oben reinspringen. Und war der ja mal. Obwohl er auch, es ist ja ein Vulkan, der Mount Shasta mal gewesen. Und sag mal, aber von dem Prozess her, von der Zeit her, jetzt guck dir mal an, wie sich dein Leben verändert hat seit dem Impuls. Du bist da am Untersberg gewesen, der hat gesagt, sitzen bleiben, weil du dich nicht mehr bewegen konntest mit dem Schnee. Mhm. Dann hast du auf einmal die direkte Berührung in Bad Reichenhall, also im Salzbergwerk bekommen, zu deiner ursprünglichsten Weiblichkeit. Ja. Hat dich im wahrsten Sinne des Wortes erinnert. Und jetzt guck dir mal an, sag mal, wie dann die Entfaltung aus dem Sein heraus jetzt gekommen ist. Du hast jetzt in Berlin deine schöne kleine Wohnung und du hast ein Studio, wo du entfaltest mit dem, was du gerne bist, nämlich Schneiderin. Und so. Ja, ich liebe ja diese Patchworken und aus verschiedenen Sachen Dinge herzustellen, zusammenzubasteln, sage ich jetzt mal so platt. Kreativ. Kreativ. Kreativität ist Schaffenskraft, ist wieder das archetypisch Weibliche. Was mir wirklich Spaß macht, das kann ich hier einfach machen und kann hier einfach sein. Ich kann gehen und kommen, wann ich möchte. Und plötzlich ging es ganz, ganz leicht. Ich habe erst gesucht, halt gedacht, das muss ich jetzt nicht machen. Ich schaue mal, was mir begegnet. Und dann begegnet mir hier dieses Studio, wo ich hier bin. Und einmal angeguckt, komme in den Raum rein. Boah, da hat schon selbst der Vermieter gemerkt, ja, das ist ihr Raum, die kriegen ja den anderen. So nach dem Motto ging das. Und dann habe ich gesagt, gut, mache erstmal ein Vierteljahr Probe. Weil irgendwo möchte ich auch schlafen und wohnen und so. Ne? Das ging erst nicht. Dann habe ich erst bei der Familie gewohnt und plötzlich kam dann 14 Tage später kam dann die kleine Wohnung, als ich aufgehört habe zu suchen. Ich dachte, nö, dann schlafe ich im Studio, die Möglichkeit besteht auch. Geht und plötzlich kam die Wohnung. Und jetzt innerhalb von 4 Wochen Wohnung und Studio. Und ich kann hier einfach wirklich das machen, was mir absolut Spaß macht, wo ich gar nicht aufhören kann, nur wenn ich müde bin. So. Naja, das ist schon faszinierend, Petra. Wenn ich mir das jetzt angucke, so auf dem Zeitstrahl, du bist ja dann, ich sag mal, 10 Jahre, wenn man von links vom Zeitstrahl kommt,
auf der Suche nach dir selbst und gewesen und wusstest aber gar nicht, dass es der archetypisch weibliche Anteil ist in dir. Nee. Dann bist du irgendwann, hast du einen langen Bogen um den Untersberg gemacht, dann hat er gesagt, stopp, der hat schon besondere Kräfte, der Untersberg. Ja. Der hat dann gesagt, so, jetzt erstmal wieder daran erinnern an das archetypisch weibliche, ab ins Bergwerk, dein Salzbergwerk. Weil schon alleine, sagen wir, wo wir uns darüber unterhalten haben, damit mit diesem, das ist ja so eine Holzrutsche, wo du dann breitbeinig drauf sitzt und rutscht da in den Schoß der Mutter Erde. Und dann auf einmal meldet sich genau in dem Moment, meldet sich auf einmal das Gefühl von dem Monatszyklus, den was du vielleicht schon nicht vergessen, aber das spielt dir in deinem Leben keine Rolle mehr. Ja. Und jetzt guck dir mal an, von dem Moment an, wie du dich als Frau und als Mensch an deinem Punkt, das muss ja nicht der Punkt für alle Ewigkeit sein, aber an diesem Punkt, den du jetzt erstmal da hast, dich zu entfalten, wie sich das so ineinander gefügt hat, das ist schon total faszinierend, finde ich. Das ist schon irre, das ist schon sehr bemerkenswert für mich selber auch, weil, wie soll ich sagen, ich habe mir immer gewünscht, irgendwo einen Platz zu haben und eine Aufgabe zu haben, die mir wirklich Spaß macht. Das zu leben, wie soll ich das ausdrücken? Was ich eigentlich bin. So. Ja klar, was du bist. Genau. Das ja klar, und sag mal, das ist doch wirklich toll, wie du, das war ja gar nicht so geplant, wahrscheinlich hat es der Unterberg geplant oder sonst ja. Ich weiß nicht wer. Auf jeden Fall irgendeiner, der einen besseren Überblick hat oder eine Kraft, sag ich mal. Hm. Und das hätte sie gar nicht so planen können. Ne? Nee, auch sich nicht zu wehren, sich einfach da mitzugehen, das, was sich zeigt, auch anzunehmen, wenn es stimmig ist. Ne? Und es ist einfach stimmig, ich bin total gerne hier und wie du weißt, ich liebe diesen Platz hier irgendwie, wo ich jetzt bin. Ja, und du lebst aber, sag mal, du selber, weil wir uns ja viel austauschen, sag mal, wenn du dir jetzt ansiehst, du hast jetzt dein Studio ist fast wie eine Gebärmutter, so analog. Ja, sag mal, wie viel du da empfangen hast, weil du machst da sehr kreative Sachen. Zum Beispiel diese eine tolle Tasche mit der, sollen sich die Leute bei Etsy angucken, haben sie vielleicht noch gar nicht gesehen, sowas. Und es ist also keine Änderungsschneiderei. Und jetzt guck dir das mal an, alleine von diesem Moment an Untersberg, Bad Reichenhall, dann hast du deinen Punkt, von wo aus du dich entfalten kannst. Du fühlst dich ja wirklich in dem Studio so wohl wie in der Gebärmutter. Ja. Also behütet, geschützt. Ja. So, ne? Ja, ja. Und sag mal, wie oft du diesen archetypisch weiblichen Prozess da durchlaufen bist, dass du etwas empfangen hast, nämlich eine Idee, Kreativität. Ja. Dann bist du damit ein paar Tage schwanger gegangen. Und dann ist das auf einmal aus dir herausgekommen. Ich mache eine Tasche, sag ich jetzt mal. Oder ein Quilt dauert ja wesentlich länger. Oder eben diese tollen Kissen. Dieses Kissen, was du zum Beispiel gemacht hast mit der Fibonacci-Spirale, die angedeutete. Oder auch mit dem Atemzyklus. Das ist aber genau wieder der archetypisch weibliche Prozess. Und dann hast du das nach außen in die sichtbare Welt gebracht, wie bei einer Schwangerschaft. Nee. Denn ich hatte ja, bevor ich in die USA geflogen bin, das sage ich jetzt einfach mal so, da hatte ich echt mit Übelkeit zu tun hier in Berlin, die sich tatsächlich angefühlt hat, wie so in den ersten Tagen schwanger. Ich bin sogar zum Arzt gegangen, habe nicht die Schwangerschaft testen wollen, aber eben zu schauen, wo kommt denn diese Übelkeit her? Ständig irgendwie Übelkeit, so übel, das ist mir gerade eben beim Sprechen oder was du gesagt hast, die fühlt sich an wie schwanger. Also muss ja da schon irgendwas im Gang gewesen sein, dass das so symbolisiert wird. Die Übelkeit, die habe ich jetzt hier nicht mehr, gar nicht mehr. Ja klar, aber jetzt vor allen Dingen, sagen wir, das ist ja von ja klar, ich kann mir schon vorstellen, dass das von so einer ganz tiefen Ebene, wenn Frauen das immer unterdrücken, weil das archetypisch weibliche
ist ja nicht irgendeine aufgedonnerte Frau mit High Heels. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Das, auch diese Göttin, das ist damit nicht gemeint, sondern wirklich das archetypisch Weibliche. Und wenn das unterdrückt ist, dass einem da übel wird, das, ja klar, das Körpersystem meldet sich ja. Das ist ein Symptom. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn du jetzt so aus dieser Position von jetzt aus, wir haben jetzt den 30. Juli, bis mehr zurückguckst, wenn du dir mal anguckst, und wenn du diese Zeit vom März bis jetzt und die Zeit vorher, was jetzt in diesem Zeitraum, wie oft auf einmal sich immer wieder das archetypisch Weibliche gemeldet hat, nur wenn du nur die Zeit nimmst, wie viel Zeit du dich heute überhaupt damit beschäftigt oder daran erinnert, weil beschäftigt ist verkehrt, ist wieder tun. Aber sag mal, du Zeit damit verbringst, dass dir hier was auffällt und da was auffällt und vergleichst das mal mit vorher, da war das einfach völlig ausgeklammert. Dieses Bemerken geschieht jeden Tag. Dass die archetypische Weiblichkeit halt da ist und sie darf ja auch da sein. Ja, ich bin schon allein, wie du sagst wieder. Die muss da sein. Ja, ich wollte damit sagen, ich erlaube mir das, dass sie da ist. Ne? Weil ich mir das 20 Jahre nicht erlaubt habe. Ja. Mir ist gerade eingefallen, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Thema, wenn sich erstmal Menschen wirklich trauen, darüber zu sprechen, weil es sind ja auch viele Sachen, die sind ja mit Tabus belegt, was eigentlich total bescheuert ist, wo mich dann sofort, wo uns also immer mehr aufgefallen ist, wo mir sofort der Spruch aus der Bibel eingefallen ist, hütet euch von denen, die alles verdrehen. Dass also Sachen als schmutzig und dreckig und so hingestellt werden, die im Grunde genommen heilig sind, so wie zum Beispiel die Menstruation. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, weil du hast ja nun mal den Punkt in Berlin, wer weiß, vielleicht machen wir mal irgendwie so einen kleinen Workshop oder was bei dir. Fällt mir gerade, ich sag das jetzt einfach mal. So, im Studio sind, ich weiß ja nicht, da passen ja bestimmt auch ein paar Leute rein. Nicht ein paar Leute, ein paar Menschen. Und ja, so, zehn weil das ja ein Thema ist, wo man ja immer, sag mal, du hast ja auch gemerkt, sag mal, in dem Moment, wo du wieder in der archetypischen Weiblichkeit bist, ich sag das mal so, irgendwie muss ich ja sagen. Dass das auch immer gleichzeitig, dann bist du nur präsent sein. Das ist ja die Präsenz auch im heiligen Raum, im kreativen Handeln. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das wirklich interessant ist. Für jeden, das ist für Männer und für Frauen interessant. Auf jeden Fall für Frauen und aber auch für Männer. Ja. Wir wollten ja heute nicht so lange machen, wir sind schon wieder über die Zeit. Und, ganz genau. Ja, aber sagen wir auch vielleicht für die Zuhörer, dass wir so in Zukunft maximal eine Stunde, weil das erste Mal war viel zu lange für uns, weil es halt so interessant war. Und zu dem Thema archetypisch weibliche Energie, und zwar immer in Verbindung zu deinen Reisen, weil das ist ja immer deutlicher geworden. Und dann eben, ich sag mal, wie du dich so in deinem Leben entfaltest. Schon alleine wieder dieses Wort entfalten, dann denkt sofort jeder an so eine, oder viele an so eine Rose, die sich öffnet. Das ist wieder als archetypisch weiblich. Ja. So. Empfangen, sein lassen, geschehen lassen. Ja, klar. So. Aber sag mal, dass wir uns, ich weiß nicht, was mir eben auch gut gefällt von dem Reisen, wurde mir von erzählt, dass für den nächsten Podcast ist es zum einen mit den Wahlen. Ja. Aber auch, sag mal, wir könnten schon wieder 2 Stunden reden. Ja, weil vom Grand Canyon, das ist ja auch wieder in die Erde hinein. Ja, nicht nur der Grand Canyon, der Bryce Canyon, da bin ich richtig reingegangen in den Bryce. Naja, wir können uns ja, ich weiß ja nicht, sagen wir, dass wir vielleicht beim nächsten Podcast, entweder wo du die Wale da gefilmt hast, wo du dich wieder ganz dem Leben geöffnet hast. Und warst einfach nur da. Oder wo du in der Wüste warst. Das ist bestimmt auch interessant. Können wir jetzt überlegen, mach mal eins von diesen beiden. Ja, aber gut. Ja, du hast ja auch deine Tagebücher. Das ist bestimmt schön, wenn du da so nach so langer Zeit mal wieder reinkommst, fällt dir bestimmt ganz viel auf. Ne? Rumstill was, ne? Ich glaube, wir machen jetzt einfach hier Schluss. Ja. Weil sonst wird das für so lange. Und
Ich bedanke mich. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude mit deiner archetypischen Weiblichkeit. Vielen Dank an die Zuhörer. Ja, sag ich auch, ne? Und tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.